Hallo und herzlich willkommen im Wald und zum Teil 2 meiner Waldsprechstunde, Förster-Fragestunde, wie auch immer man das jetzt genau nennen möchte. Ich bin mir das selber noch nicht so ganz sicher. Egal, es gibt wieder eine Frage. Ich blende sie euch hier unten ein. Und zwar geht es darum, dass wir früher angeblich 90% Waldfläche hatten in Deutschland. Und das ist auch schon genau richtig. Kann man jetzt natürlich noch erklären, wo es herkommt, werde ich auch gleich tun, aber ansonsten stimmt das schon mal. Und dass auch damals schon den Leuten aufgefallen ist, dass sie zu wenig Wald haben und dagegen was tun sollten. Das kommt darauf an, wann man damals definiert. Die ersten Ansätze dessen, dass irgendjemand festgestellt hat, dass zu wenig Wald da ist und man langsam mal drüber nachdenken sollte, dass der ja irgendwo nachkommen muss, wenn man den überall wegsägt, war ein gewisser Peter Stromer oder Stomer. Ich schreibe es euch unten rein. Der hat im 14. Jahrhundert bereits festgestellt, dass eben der Wald dann irgendwann mal alle sein wird und hat tatsächlich eine für damalige Zeit großartige Leistung vollbracht, indem er, was im Mittelalter absolut einmalig war, mal an folgende Generationen gedacht hat. Das hat bis dahin noch wirklich kein Mensch getan. Und festgestellt hat eben, wir müssen Bäumchen wieder nachpflanzen, damit dann halt für die nächste Generation auch wieder Wald zur Verfügung stellt. Verfügung steht und hat das halt eben dann auch entsprechend gemacht. Und das war eben seine zweite tolle Leistung. Die war dann technischer Natur, dass er tatsächlich rausgefunden hat, wie man Nadelbäume sät. Bis dahin wusste das noch kein Mensch. Und Nadelbäume sehen es einfach viel effektiver als Laubbäume und eben insbesondere auf den degradierten Standorten, die man dann damals da hatte, wo kein Wald mehr war. Da hat man ja alles genutzt, was da war. Da ist so schnell auch nichts Besseres mehr gewachsen. Und Laubbäume relativ anspruchsvoll sind, war Nadelbaum tatsächlich auch wirklich die bessere Alternative, um überhaupt wieder Wald hinzukriegen. Und dieser gute Herr Stromer hat also mal rausgefunden, wie man quasi die Samen von einem Nadelbaum aus dem Zapfen in die Erde und dass dann ein neuer wächst. Ist im Prinzip simpel, aber darauf musste auch erstmal irgendwer kommen. Und das war halt Peter Stromer, der erste, wie man möchte, Erfinder der forstlichen Nachhaltigkeit. Jawohl. Also diese Waldfläche mit 90% Waldanteil in Deutschland gibt es im Prinzip seit der letzten Eiszeit, gäbe es die, wenn wir nicht aus irgendwelchen Gründen halt den Wald entfernt hätten, um da Häuser hinzustellen, einen Acker hinzustellen, was ja durchaus Sinn macht, weil irgendwas müssen wir ja essen. Aber im Prinzip hätten wir auch heute noch 90% Waldfläche in Deutschland, wenn nichts anderes dastehen würde, was dann aber wirklich hundertprozentig menschbedingt ist. Natürlich, wenn man Deutschland für, sagen wir, 1000 Jahre, wenn wir quasi 1000 Jahre lang ausgestorben wären, könnte man davon ausgehen, dass wir in Deutschland wieder eine Waldfläche von etwa 90% hätten. Was mit den anderen 10%? Das sind dann Wasserflächen im Wesentlichen. Also Stellen, die für Wald einfach zu nass sind, wo der Boden so nass ist, dass keine Bäume mehr wachsen können, oder alternativ so trocken, dass auch keine Bäume mehr wachsen können. Das ist ganz selten in Deutschland, weil wir halt immer nicht gerade ein Wüstenstaat sind. Das wären dann irgendwelche ganz, ganz, ganz exponierten Felsklippen, wo kaum Boden da ist, in dem sich überhaupt Bäume irgendwie festhalten könnten, so wurzelmäßig. Und ja, im Wesentlichen solche Sachen. Und beides zusammen, Wasserflächen, Stellen, auf denen es zu feucht ist, und eben die paar Orte, wo es dann tatsächlich auch noch zu trocken ist für Wald, das wären zusammen vielleicht etwa 10%. Die restlichen 90% der Landesfläche werden tatsächlich bewaldet. Woher weiß man sowas? Man hat Pollenanalysen durchgeführt. Das heißt, man hat Sedimentschichten größtenteils in irgendwelchen Gewässern, Teichen oder eben an Stellen, wo mal ein Gewässer war und jetzt heutzutage sich zum Beispiel ein Moor befindet. Da ist man mit einem Bohrer hingegangen, so einem hohlen Bohrer, hat dann einen Bohrkern entnommen. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwie bei Eisbohrkernen gesehen. Das gibt es auch in diversen Hollywood-Filmen, kann man mal solche Bohrkerne sehen, die dann bestimmte Schichten aufweisen. Und man kann eben diese Schichten mit verschiedenen Methoden datieren, um rauszufinden, wie alt so eine Schicht ist. Und weiß dann, die Schicht ist so 8000 Jahre alt, ergo alles, was in dieser Schicht drin ist, muss sich an dieser Stelle vor 8000 Jahren irgendwie abgelagert haben. Und Baumpollen sind halt eben auch was sich jetzt beispielsweise vor 8000 Jahren abgelagert hat. Dadurch, dass es dann relativ schnell luftdicht verschlossen wird, so eine Schicht, wenn da halt noch mehr Matsch und ein anderer Dreck oder was auch immer drauf fällt, es handelt sich ja eben um ein Seesediment. Und da ist sowieso unter Wasser, kommt auch nicht viel Sauerstoff dran. Das wird nicht abgebaut. Dieser Pollen hält sich also tatsächlich über die Jahrtausende und man kann jetzt einfach mit Analysemethoden hergehen und schauen, von welchem Baum ist dieser Pollen. Über DNA-Analyse lässt sich das relativ einfach rausfinden und weiß dann, okay, ich habe jetzt also in dieser Gesamtmenge an Pollen 20% Birke, 30% Hainbuche, 40% Eiche, was auch immer.
und kann einfach dadurch erstmal schon mal darauf schließen, welche Bäume waren damals überhaupt da. Und außerdem kann man am Anteil der Pollen, die von Bäumen sind, an den Gesamtpollen von allen anderen Pflanzen so ungefähr abschätzen, das ist alles relativ kompliziert, aber man kann das schon abschätzen, dass der Anteil der Baumpollen nicht so wahnsinnig hoch gewesen sein könnte, wenn nicht auch entsprechend viele Bäume da gewesen wären. Außerdem kommt dazu, dass man eben diese Baumpollen flächendeckend über die ganze Bundesrepublik überall gefunden hat, woraus man dann relativ einfach schließen kann, da muss auch überall Wald gewesen sein. Und ja, und das kann man halt eben seit der letzten Eiszeit, also in der Eiszeit hatten wir nicht viel Wald. Wir hatten da quasi im mittleren Streifen von Deutschland keine Gletscher und da gab es dann eben in den wärmeren Bereichen, die weit genug weg waren von den skandinavischen Gletschern und den Alpengletscher, da gab es ein paar Bäume, das waren überwiegend Fichten und Kiefern tatsächlich mal größtenteils. Ja, und nach der Eiszeit ist dann halt jetzt eben losgegangen mit der Wiederbewaldung. Von diesem Streifen ausgehend nach Norden und Süden haben sich der Wald wieder ausgebreitet und dann hatten wir eben irgendwann diese 90% und das lässt sich halt eben durch Pollenanalyse feststellen. Jawohl. Es gibt noch eine andere Theorie, die eben bezweifelt, dass wir diesen 90% Waldanteil natürlich hätten und damals hatten. Das Ding nennt sich Mega-Herbivoren-Theorie und geht davon aus, dass wir die großen Pflanzenfresser ja alle ausgerottet haben. Damals schon vor 10.000 Jahren oder ähnlichem. Das fängt an mit dem Mammut, dass wir das eben ausgerottet haben, wir als Mensch damals schon. Und fängt weiter mit dem Wollnashorn, was gab es da noch? Das Ur, das ist so ein Riesenhirsch. Das Wisent zum Beispiel, das ist vor relativ kurzer Zeit ausgestorben, aber in seinem Bestand reduziert wurde es auch halt schon damals schon. Und da gibt es halt eben diese andere Theorie, die besagt, dass dafür der Mensch verantwortlich ist, dass halt eben diese großen Pflanzenfresser ausgestorben sind. Heißt, wenn der Mensch nicht diese großen Pflanzenfresser zum Aussterben gebracht hätte durch Jagd, dann hätten die wahrscheinlich die Landschaft offen gehalten und wir hätten natürlich durch diese Pflanzenfresser viel weniger Waldanteil gehabt damals, als es jetzt eben aus der Pollenanalyse ersichtlich ist. Diese Mega-Herbivoren-Theorie ist sehr umstritten, allein schon weil, so Hauptargument dagegen finde ich ist, wir hätten die paar Steinzeitmenschen, die es damals schon gab, es schaffen sollen, zum Beispiel das Mammut auszurotten. Ich weiß nicht, wie viele Jäger mit Holzspeeren notwendig waren, um einen Mammut zu erlegen, aber sie haben mit ihren Holzspeeren ganz bestimmt nicht die Technologie gehabt, um den kompletten Mammutbestand derartig zu dezimieren, dass die ausgestorben wären. Außerdem, was hätte das Mammut davon abgehalten, aus anderen Teilen seines Lebensraums, also komplett Eurasien war er mit Mammut bevölkert, einfach nach Europa, wo tatsächlich genügend Menschenpopulation vielleicht vorhanden gewesen sein könnte, um das Mammut zum Aussterben zu bringen. Aber was hätte das Mammut davon abgehalten, aus Eurasien einfach nachzuwandern? Es wäre also ein stetiger Zustrom von Mammut gewesen, wo Platz ist, da wandert ein Tier hin, wo es hinkommt, wo kein Ozean dazwischen ist. Ist also eigentlich unglaubwürdig, dass wir das Mammut zum Aussterben gebracht haben. Theoretisch wäre eine Möglichkeit gewesen mit der Speerschleuder, man kennt die aus dem Bushcraft und Survival-Bereich, das ist im Prinzip ein Stock, der den Wurfarm verlängert und es ermöglicht, einen Speer mit sehr viel mehr Kraft zu werfen und auch viel auf längere Distanzen, als das ohne möglich wäre. Die Speerschleuder wurde schon erst erfunden nach dem Aussterben der meisten Mega-Herbivoren, kann also auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Also wir waren technologisch einfach wahrscheinlich gar nicht in der Lage, die ganzen Viecher derartig auszurotten, wie eben in der Mega-Herbivoren-Theorie behauptet wird. Daher sind die meisten Pflanzen-Vegetationsökologen der Meinung, die Mega-Herbivoren-Theorie ist Unsinn und wir haben eben tatsächlich diese 90% Waldfläche gehabt und hätten die auch heute noch und das Einzige, was Deutschland davon abhält, wieder 90% Wald zu haben, ist halt eben, dass wir Acker haben. Und wenn auf dem Acker ein kleines Bäumchen hochwächst, kommt der Mähdrescher und mäht es ab und dadurch hat der Wald natürlich keine Chance, sich wieder vom Neuen zu entwickeln. Ich glaube, das reicht. Damit wäre die Frage hoffentlich allumfassend beantwortet und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.